Verliere ich meine Erwerbsminderungsrente, wenn ich mich wegen Corona nicht impfen lasse? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich habe hier eine Anfrage eines Versicherten reinbekommen, eines Rentenbeziehers einer EM-Rente. Da musste ich auch erstmal selber lesen, ob dieser gute Mensch mich hier nicht etwas in Anführungsstrichen veralbern möchte. Aber hinter dieser Story steckt wirklich eine ernste Wahrheit. Und zwar wie folgt. Ich beziehe eine dauerhafte volle EM-Rente und zwar aus psychischen Gründen. Unter anderem leide ich unter einer ausgeprägten Angstneurose. Bei schlechten Nachrichten bekomme ich es daher oft mit Lebensangst zu tun und weiß dann nicht mehr ein noch aus. Also das kenne ich aus meiner Praxis als Rentenberater, dass es sowas wirklich gibt. Ich habe mich bisher noch nicht gegen das Coronavirus impfen lassen, weil ich Angst vor der Impfung habe. Dies wissen auch meine Freunde und Bekannten, mit denen ich mich ab und zu einmal treffe. Kürzlich war wieder so ein Treffen und da ging es wegen Corona und den Impfverweigerern hoch her. Ich kann nicht mehr sagen, warum. Auf einmal stand ich im Mittelpunkt der Diskussion. Ein Bekannter, ein guter Bekannter, sagte auf einmal zu mir, dass es wohl so sei, dass wenn ich mich nicht impfen lasse, dass ich dann meine Rente verliere. Ich habe es so sehr mit der Angst zu tun bekommen, dass ich tagelang nicht schlafen konnte und habe viel geweint. Ich weiß nicht mehr ein noch aus. Bitte, Herr Knöppel, Sie sind meine einzigste Rettung. Stimmt das, was der Bekannte da gesagt hat, dass ich meine Rente wirklich verliere, wenn ich mich wegen Corona nicht impfen lasse? Ich hatte es ja schon eingangs gesagt. Ich habe im ersten Moment, als ich die Frage gelesen habe, habe ich so gedacht, kann das sein? Eigentlich wollte ich das weglöschen. Da war aber eine Telefonnummer mit dabei und da habe ich den Versicherten in der Tat angerufen und habe den mal so ein bisschen auf den Zahn gefühlt, ob das wirklich stimmt, was er mir da sagt. Und das Gespräch war wirklich hoch emotional. Der Kunde war sehr, sehr aufgelöst, hat auch geweint während dem Gespräch. Und er hat tatsächlich Verlustangst wegen seiner Rente, weil er sich wegen Corona noch nicht hat impfen lassen. Und ich habe versucht, den Menschen zu beruhigen. Und grundsätzlich ist es so, niemand muss in Deutschland Angst haben, dass wenn er sich wegen Corona nicht impfen lässt, dass seine EM-Rente oder seine Altersrente, die ihm bewilligt worden ist, ihm deswegen weggenommen wird, weil er sich nicht wegen Corona hat impfen lassen. Eine solche Behauptung aufzustellen, entbehrt jeglicher Grundlage. Weder im geltenden Rentenrecht noch im Infektionsschutzgesetz oder den hieraus erlassenen Corona-Verordnungen ist eine Regelung dieser Art zu entnehmen. Woher der angeblich gute Bekannte diese Auffassung hat, ließ sich in dem Telefonat nicht mehr aufklären. Ich sage aber, dieser gute Bekannte hat meinem Ratsuchenden einen Bärendienst erwiesen, denn diese falsche und groteske Behauptung löste bei ihm einen Angstzustand aus, der nur unter Zuhilfenahme zusätzlicher ärztlicher Behandlung lösbar ist oder lösbar war. Behauptung dieser Art, dass nicht gegen Corona Geimpfte Ansprüche auf Sozialleistungen verlieren, sind grotesk, falsch und ich sage in das Reich der Märchen zu verbannen. Ob Impfverweigerer, Impfgegner oder Nichtgeimpfte aus anderweitigem Grund, niemand muss Angst haben, seine wohlerworbenen Rentenansprüche deswegen zu verlieren, weil er sich nicht impfen lässt. Daneben habe ich ihm auch noch geraten, er soll sich doch bitte von seinem guten Bekannten wirklich mal fernhalten. Es gibt ein Sprichwort. Familie kann man sich nicht aussuchen, Freunde und Bekannte schon. Anhand der aktuellen Diskussion um die Frage, ob ich mich gegen Corona impfen lassen sollte oder nicht, lässt sich ja jetzt schon eine Spaltung in unserer Gesellschaft feststellen. Deshalb meine ganz große Bitte an alle, wir sollten gerade in diesen schweren Zeiten wirklich alle zusammenhalten. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.